Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Hier mussten wir noch in der goldenen Sichel was suchen, ja. Irgendwie was finden. Und diesmal haben wir genug Fackeln, um die auch zu finden. Warte mal. Nee, was ist mit den Fackeln? Die verbrauchten. Verstehe ich nicht, warum die jetzt so sind. Was mussten wir hier finden? Irgendwie ein Amulett oder sowas? Zum Groß. Das können wir nicht hoch. Hier ist irgendwo ja noch ein Diadem versteckt, das wir finden müssen. Und da können wir ja nicht hin. Eure Fähigkeiten reichen nicht aus, um dieses Schloss zu knacken. Wird eure Fähigkeiten im Schloss knacken oder entwickelt entsprechende Erinnerungstalente? Ich wette, es ist dahinter. Ein Amulett oder sowas müssen wir ja finden. 20 Pfund Mehl, 4 Fässer Met. Da fehlt doch was. Also irgendwo liegt das eine Diadem oder Amulett oder sowas. Benötigt einen Schlüssel. Stehlen aus Truhe. Raucherhusten. Und wo? Im Dunkeln konnten wir ja letztens nicht wirklich hier alles sehen. Hier oben vielleicht? Da! Dorias Kette! Da oben war sie! Schreitet wohl, Madame. Doria! Hm? Ist das die Kette? Zeigt her! Ha! Nenn mich einen schwangeren Leoren! Das ist die wirklich! Wo war sie? Oben im Speicher, auf einem Pass. Im Speicher, hä? Huh? Wie auch immer sie da hingekommen ist. Naja, danke jedenfalls. Mendelus wird von mir nur das Beste über euch hören. Okay, Mendelus. Ja? Ich habe ein Hand geliehen, wo ich konnte. Reichen meine Empfehlungen? Lasst mich mal überlegen. Doria hält euch scheinbar für tauglich. Das bedeutet was. Sie wäre die Letzte, die ein Blatt vor den Mund nehmen würde, wenn ihr was an euch nicht passt. Was Gunam angeht, der meint, ihr wärt in Ordnung. Das klingt erstmal nach wenig, ist aber mehr, als er für gewöhnlich in einer Mondwende redet. Tja, und dann wäre da noch der alte Rogasch. Der sagte, ihr wärt in einem Schlagloch besser aufgehoben als hier. Keine Empfehlung also. Fassen wir also zusammen. 2 Stimmen gegen 1. Das ist kein herausragendes Ergebnis, aber ein passables. Zwar bin ich nicht naiv genug zu glauben, dass ihr einzig und allein der Nächstenliebe wegen hier seid, aber zumindest scheint ihr kein Aufschneider zu sein. Ich schätze, wir können euch gebrauchen. Immerhin, hoffentlich, danke. So, 280 Erfahrungspunkte haben wir dafür bekommen. Mal fast zum Gruß. Kann ich noch irgendwo anpacken, um mich zu beweisen? Na, ihr seid ja wirklich emsig. Aber schön, wie es der Zufall will, gibt es tatsächlich etwas. Aber ich warne euch gleich, ihr werdet euch eure Groschen hart verdienen müssen. Dafür bin ich hier, was kann ich tun? Wie ihr vielleicht wisst, kümmert sich die Goldene Sichel nicht nur um ihre Händler, sondern auch um deren Zulieferer. Der beste Kirschner ist aufgeschmissen ohne Felle und der beste Bäcker ohne Mehl. Und genau das ist das Problem. Der Bauer Hafner beliefert uns seit Jahrzehnten und seit kurzem liegen seine Felder brach.
Und ihr wollt, dass ich den Grund dafür finde, richtig? Richtig. Aber diskret, deshalb seid ihr der richtige Kandidat dafür. Haffner darf nichts davon erfahren. Okay, was, wieso? Weil wir schon seit längerem die Vermutung haben, dass seine Felder dauerhaft unfruchtbar bleiben könnten. Er streitet es ab, aber wir müssen es wissen. Und das ist eure Aufgabe. Erledigt sie gut und es wird nicht zu eurem Nachteil sein. Okay, was wäre, wenn die Felder des Bauerns wirklich dauerhaft beschädigt sind? Naja, dann würden wir die Zusammenarbeit beenden und die Zahlungen an ihn einstellen. Ein Bauer, der nicht liefert, nützt uns nichts. Das ist hart. Das ergibt Sinn. Eben. Na gut, ich werde herausfinden, was es mit der Dürre auf sich hat. Das hört man doch gern. Hier, ich habe Haffners Hof auf eurer Karte eingetragen. Und noch einmal, haltet euch bedeckt. Okay, aber ich wollte noch was anderes fragen. Bin ich nun ein Mitglied der Goldenen Sichel? Ja, natürlich. Ab morgen könnt ihr eure Gemächer im Gildenhaus beziehen und Mael Groschenfürst höchstpersönlich wird euch eure Füße waschen. Na, das hoffe ich mag euch, wisst ihr das? Ihr seid so unverblümt und ehrlich. Das sieht man in diesem Gewerbe selten. Also muss ich Händler sein, um Teil eurer Gilde werden zu können? Wenn ihr das Abzeichen wollt, ja. Aber das wollt ihr vermutlich nicht. Was auch kein Problem ist. Mit der richtigen Einstellung könnt ihr es vielleicht zum Vasallen schaffen. Oder sogar zum Protektor. Aber das ist ein langer Weg nach oben. Was tut ein Vasall oder ein Protektor? Die heiligen Geschäfte der Sichel behüten, könnte man sagen. Nur ein Narr würde eine Karawane ohne Eskorte durch die Pulverwüste schicken und vertrauenswürdige Söldner sind seltener als ein sprechender Leor. Aber lassen wir den Tempel erstmal im Dorf. Wenn ihr ernsthaft als Vasall anheuern wollt, braucht es mehr als ein paar Gefälligkeiten. Okay. Was verkauft ihr? Dies und das. Schaut am besten einfach selbst. Okay, mal gucken. Was kann ich ihm noch andrehen? Kann ich ihm überhaupt noch was andrehen? Wir haben ja hier ein paar Sachen, die ich nicht andrehen kann. Aber hier, nee, kann ich auch nicht. Obwohl die Vogeleier und die Hühnereier sind ja nicht die, die wir brauchen. Verkaufe ich die dann mal. Schreitet wohl. Okay, wir haben aber wieder eine Quest. Oh, das wird dunkel. Na los, geht weiter! Klappe. So, Haus des Wahnsinns, gehen wir mal rein. Und gucken wir mal. Einrichtung aus. Auflösen. Nö. Ich würde das so lassen, wie das ist dann. So, 8 Uhr abends. Machen wir bis 6 Uhr morgens. 6 Uhr morgens klingt gut. So. So, Fremdenviertel. In jeder Stadt, wie auch in manchen Orten in der Wildnis, findet ihr eine sichere Truhe. Ah, okay. Na los, geht weiter! Madame? Scheiße! Was? Hallo? Aber okay, wir gehen jetzt mal zum Feldhof. Da, mal gucken, was da gibt's. So, ins Herzland. Dabei wollten wir eigentlich hier noch ein paar der Orte da erkunden. Fällt mir so gerade ein. Aber egal, machen wir. Machen wir nicht heute. Oder nicht jetzt zumindest. Schreitet wohl! Madame. Madame. Jetzt ist nur die Frage, wo genau? Ah, okay, Brückenkopf. Da, wo wir letztens waren.
Na, wer bist denn du? Hund. Hier gibt es ja noch einen Hof, sehe ich gerade. Aber hier ist ja noch alles belebt. Hier ist noch nichts tot oder so. Rund um Ark meine ich jetzt. Das ist ein interessanter Weg runter zu dem Bauernhof. Die Wassermühle entdeckt. Na, wer bist denn du? Auch nur ein Hund, okay. Ah, sogar so eine doppelte Mühle. Aber ich habe keine Ahnung, ob das dann auch doppelt effektiv ist. Okay, wir gehen dann mal wieder hoch. Wir müssen ja zu dem einen Bauernhof da ein bisschen schauen, was los ist, was Phase ist. Und unseren Eisenschild auch wieder ausrüsten. Beziehungsweise wir können auch gucken, ob wir schon gegen die Banditen, die weiter oben sind, auch schon ankommen. Was sind das denn? Achso, das gehört zur Ark. Okay, das ist der Tempel. Ich wollte schon sagen, was ist das denn für eine coole Hütte? Da oben meine ich ja, die. Der eine hat ja so ein Orkschild, was sehr wahrscheinlich einen anderen Namen hat. Den würde ich gerne haben, weil der ist definitiv wahrscheinlich besser als das, was wir jetzt haben. So, wie heißen diese Tiere eigentlich? Oder sind das diese Leoren? Brückenkopfhof. So, da muss ich rein, da muss ich gucken. Dieser Geruch, was ist das? Helge Hafners Hof an der Bauernküste aufsuchen. Was? Wer seid ihr? Ihr habt hier nichts zu suchen, das ist mein Grundstück. Ich gehe wohin es mir beliebt. Hütet eure Zunge, wenn ihr... Bin nur ein Reisender, kein Grund zu sorgen. Ah ja? Dann seid vorsichtig. Dem seltsamen Geruch in der Ruine bei Hafners Hof auf den Grund gehen. Okay, da muss ich also rein. Hafners Hof, Hofladen entdeckt. Ich frag mich, wenn man das auf Englisch spielt, ist das dann auch alles mit englischen Dingens und so überdings? Einzelteile. Auch Einzelteile, die brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir machen das, wenn es dunkel ist. Oder so.
So, warte mal. Genau die. Hier wollten wir hin. Dann gehen wir nochmal. Ich will jetzt gucken, ob wir vielleicht in der Lage sind, gegen die Leute da oben zu kämpfen. Der eine mit diesem Orkschild, den will ich auf jeden Fall erledigt haben. Und sein Schild da klauen. Weil der ist besser als das, was wir haben. So, wo war nochmal der Weg nach oben? Ist das der schon? Ja, das müsste der doch sein, oder? Ja, das müsste der sein. Und da ist auch wieder ein Stollen. Ich sag zu den Symbolen Stollen immer. Hier haben wir noch eine Farm. Ist das hier der Weg zu der Farm? Ne. Kommen wir zu der Farm? Hier sind bestimmt Untote. Das sieht so kaputt aus. Ja, hier sind Untote. Der Wachter verloren, ne? Okay, die sind ein bisschen... Die halten mehr aus. Der Wachter verloren, ne? Der hat einen Jagdbogen. Und Stahlpfeile. Okay, hier sind sie stärker, definitiv. So, nochmal was futtern. Dann hoffen wir mal, dass wir in der Lage sind, einmal den Bären da zu erledigen. Und dann die Banditen, die Straßendiebe. So, jetzt müsste hier der Bär kommen. Okay, den haben wir geschafft. Alter, schnell speichern. So, und nochmal. Komm, wir gönnen uns mal den gegrillten Lauf. So, der ist es. Schlampe-Elende, das wirst du bereuen. Nenn mich nicht Schlampe. Jo. Nein, jetzt schnell! Ja, das ist was! Schön! Ja, wir haben ihn gleich. Autsch! Der hat sogar eine... Noch eine andere Orkwaffe. Ihr meint das ernst, was? Ja, wir haben ihn. So, schnell. So, Fackeln, Lederschuhe, menschliches Herz. Ein Runenschild. Und Runenstreitkolben. So, warte mal. So.
wir den ausmisten, dann markieren wir den. So, was haben wir eigentlich für ein Ding? Feinstahlhahn. Ah, okay, der Feinstahlhahn ist schon besser. Nein? So. Und hier? Der gibt sogar 7 Schaden mehr. So, das gehört schnell gespeichert. Und ich würde sagen, wir gehen einmal kurz hier runter, wenn das Runendinger sind. So, ich muss auf jeden Fall erstmal Gesundheit ein bisschen aufladen. Wo hat der denn bitte, wenn das so Runendinger sind, wo hat der die denn her? So. Gehen wir die anderen jetzt noch kaputt machen. Da ist er. Die hat auch noch so ein Ding. Okay. Warte mal. Festleder-Ding. Ein Runenbogen. Ein Runenschwert. Okay, warte mal. So. Runenschwert. Ich würde dann lieber so ein Schwert haben wollen. Obwohl der mehr Schaden macht. So, okay. So, automatisch speichern, perfekt. Dann ist nur noch die da übrig, hier. Eine Vagabundin. Da konnte ich jetzt nichts für. So, was hat die hier? Beschriftetes Papier. Diese blöde Schrulle dachte tatsächlich, dass wir sie am Leben lassen, wenn sie uns ihr Versteck für Schmuck verrät. Wie sie doch gebettelt hat. Angeblich sei südöstlich ein Eisbruch in die Schlucht gehauen. Verlorene inklusive. Wenn Kritos nächste Woche kommt, machen wir uns auf den Weg zum Eisbruch. Diebeshandschuhe. Diebestunika. Silberstahlschwert. So, Groschen nehmen wir mit. Was gibt's hier? Nehmen wir mal alles mit, können wir bestimmt verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig diese Sachen gibt's, die wir jetzt eingesammelt haben. Aber wir können jetzt hier in die Frostpassage gehen. Obwohl, wir hätten auch hier vom Hafen auch in die Pulverwüste gehen können. So, das war die wahrscheinlich hier. Ne, das war die, die wir jetzt gelootet hatten, glaube ich. Ne, Reisende, die hatten... Ne, das waren die Banditen hier.
getötet hatten. So, hier ist der Weg eingekracht. So. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Das ist jetzt die Frostpassage. Nehmen wir mit. Was? Oh, kleines Geheimfach. Das ist ja nice. Wieder ein kleines Geheimfach gefunden. So, Eiswolf wahrscheinlich, ja? Junger Schneewolf. Okay, die sind hier ein bisschen. So, wo ist der hin? Okay, hier sind die doch ein bisschen stärker, als ich gedacht hatte. Also immer noch ein bisschen stärker. Könnte schwierig werden, hier doch zu überleben. Aber wir haben Runensachen jetzt. Also Runenrüstung und Runenwaffen. So, jetzt müsste es hier aber langsam wieder richtig grün werden von den Filtern. Aber das erinnert mich sehr, sehr stark an Gothic, dass man hier einfach an solche Orte und so, man kann schon überall hinreisen, nur man wird quasi an den Viechern und so weiter hier, die dort rumhausen, gehindert. Aber an sich könnte man überall schon hin. Dum, 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 dum. Aber ich freue mich schon, sobald wir wirklich die komplette Map dann erkunden können. Ich freue mich, dass irgendwie wirklich in jedem Game, wenn wir stark genug sind, es mit jedem aufzunehmen. Apropos, wie viel brauchen wir noch? Die nächste Stufe? Ah, okay, ist noch ein bisschen. Beeilt euch. Hm? Lass ich mir raten, die wohnt hier. Die Elena und Mut. Musik.
Mit dem Pferd können wir nichts machen. Können wir von der Seite da einfach an ihm vorbei? Er sieht uns nicht. Alt Garagatta? So, nochmal zwei Fackeln. Ah, okay. Noch so einer. Noch so einer. Oh. Da ergreife ich lieber mal ganz schnell die Flucht. So, was können wir essen? So, fangen wir mal von ganz oben an. Komm, eine Brezel. Wie kann die jetzt nach draußen? Alter, wie kam die jetzt bitte nach draußen? Wo ist der andere Tote hin oder Untote? Die kam einfach mit raus. So, hier hatten wir alles. Benötigt einen Schlüssel. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie nach da oben. Ja, komm. Okay, das wäre der Weg nach oben gewesen. Okay. Moment mal, da ist wer. Was wirst du bereuen?
So, bitte stirb. Okay, den haben wir geschafft. Feinlederstiefel. Stab der Erdung. Stahldolch. Altes Gewölbe. Okay, da müssen wir rein. So, Axt, Schlüssel zur Altgarak. Säge. Bohrer nehmen. Ambrosia. Das können wir noch nicht. Okay, schade. Set des Nordens, Fäuste des Nordens. Mana-Trank einfach, Ranzig. So, Schädel nehmen wir mit, diesen wichtig. Set des Nordens. Nur, okay, minus 4. Jetzt ist die Frage, kommen wir dort an? Also überleben wir das? Kommen wir da gegen alles an? Runenbogen. Komm schon. Nein, nicht die Pferdeflöte. Das hier. Alter Runenpfeil. Ektoplasma, Runenbogen. Okay, gibt es hier noch mehr von denen? Die Quests sind doch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht hatte. Wenigstens gibt es hier Licht. Okay, den haben wir geschafft. Was hat der denn da für ein Schwert? Altes Claymore. So, jetzt müssen wir wieder was essen. Kommt noch eine Brezel. So, die nehmen wir alle mit. Wohltat, Rang 2. Okay, nicht hier. So, ich frag mich, ob wir auch einen besseren Runenschwert hier finden. Oder allgemein beste Runenwaffen. So, mal gucken. So was können wir verkaufen. Okay, das sieht für mich nach Arkanistenfieber gleich aus. Karotte nehmen wir mit. Nochmal einen Runenbogen benutzen.
Okay, gegen so einen habe ich kein Problem zu kämpfen, einzeln. Ja, komm. Das wird, So, die Leiter nochmal benutzen. Die ich nicht benutzen kann. Jetzt muss ich definitiv nochmal aufladen, die Leben. Und hoffen, dass die mich nicht mehr finden. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja. Okay, boah. Dass der mich nicht gesehen hat, hier. Und das Auge schließt sich schon. So, gegen einen einzeln will ich es hinkriegen. Wenn er hier kommt. So, die anderen haben mich noch nicht bemerkt. So. Runenpfeile, Ektoplasma und Runenbogen. Ah, Gewicht wird schon ein bisschen viel. Das heißt, wir müssen bald wieder verkaufen gehen. Ja, hier haben wir. Nice. Wiegt auch 8 Kilo. Ich hoffe, da gibt es jetzt keine Untoten mehr. Also keine verlorenen. Rolle Onduses Schlüssel, Geselle. Können wir verkaufen? Einmal schnell speichern, bevor wir da weiter runtergehen. Drei Runenbögen haben wir jetzt mittlerweile. Das ist ein richtiger Verlorene, okay. Was hat der denn da? Kommen die? Okay, das heißt, wir müssen das jetzt so machen. Ja.
Alter, der mit seinen Flammen. Yo. Einen verloren haben wir besiegt. Mit einem Stahlschwert ist er unterwegs. Nein. Ah, nein. Kann ich irgendwas wegschmeißen, was ich nicht brauche? Die Axt. Komm, die können weg. Der kann weg. So, jetzt muss ich definitiv... Ja. Eine Brezel. Boah. Okay, aber ich glaube, das hing mit dem Verlorenen zusammen, der dort war. So, da ist er wieder. Nehmen wir nicht mit, aber seine Stahlpfeile nehmen wir mit. Oh! Nochmal 9 Lebensenergie, würde ich sagen. So, wir haben wieder 1. Lernpunkte und Handwerkspunkte haben wir wieder. Haben wir 37 schon. So, können wir das hier nochmal machen? Beim Griff mit einer Einhandwaffe erhöht sich euer kritischer Trefferschaden um weitere 20 Punkte. Ich hoffe, hier gibt es nichts mehr, was mich umlegen wollen würde. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Wolfsblut nehmen wir mit. Leben entdecken. Lassen. Ich habe so das ungute Gefühl, wir müssen da runterspringen. Und wenn wir noch eine Sache mitnehmen, dann sind wir überladen. Eine Mudratte? Bitte sag mir, dass es Rattenfleisch hat. Fleisch. Wir haben alles für die eine Zutat, also für die eine Quest. So, von da kam ich, glaube ich, oder? Ja, von hier kam ich. Was haben wir in der Kiste?
Feinstahlharnisch. Feinstahlhelm. Ja, jetzt tragen wir eh zu viel. Zauberbuch, Frostrune, Rang 1. Okay, gucken wir mal. So. Warte mal, wir haben da Schädel. Komm, die brauchen wir dann doch nicht. Hatten wir hier jetzt nichts zum Lernen? Komm, das kann weg. Davon nehmen wir einen. So, Krankheitsheiltrank mussten wir auch einmal nehmen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. So, wir sind immer noch 12 Kilo zu viel. Irgendwas Wertloses vielleicht? Weiß ich bis jetzt nicht. Wir tragen eh zu viel mit uns. Und dann müssen wir ja alles verkaufen. Wir brauchen ja das Geld. Noch eine Mudratte. Ich bin ein bisschen doof, dass wir jetzt nicht wirklich schnell rumlaufen können. Jetzt ist nur die Frage, wo kommen wir da an, wenn wir hier durchgehen. Den Mutterpilz zerstören. Mutterpilz? Was für Mutterpilz? Das da. Ach, es ist sinnlos. Selbst wenn ihr den Mutterpilz zerstört, sporen sie den Hafen als Boden und bleiben dort. Mindestens für die nächsten 10 Jahre. Hoffentlich länger. Und ihr seid? Menir. Menir Hyrias. Aber wen kümmert das jetzt schon noch? In ein paar Monaten werden die mich eh alle vergessen haben. Ich nehme an, ihr habt die Pilzsporen hierher gebracht. Und die Dürre verursacht? Gut erkannt. Na los, macht schon. Verhaftet mich. Verprügelt mich oder was auch immer. Und fühlt euch großartig dabei. Kommt an der Stelle üblicherweise nicht eine Verteidigungsrede, ein Versuch, mich von eurer Unschuld zu... Verprügeln wäre eigentlich angemessen. Ist euch klar, dass ihr Hafners Existenz zerstört? Nee, kommt an der Stelle üblicherweise nicht eine Verteidigung? Üblicherweise vielleicht, ja. Aber was wird das jetzt schon bringen? Soll dieser Scheiß-Vatürensohn doch verhungern? Und seine Kinder gleich mit dazu? Das ist das Gute an der goldenen Sichel, wisst ihr? So fromm und wegestreu sie sich gibt, am Ende wollen sie nur eins: Kohle. Wer interessiert sich schon für die Wahrheit? Ich jedenfalls nicht. Der Kontormeister wird erfahren, dass ihr die Pilzsporen gesetzt habt. Und ihr kommt jetzt mit zum nächsten Satz. Erklärt euch. Warum sollte ich? Ihr habt doch sicherlich schon euer Bild im Kopf, oder?
Der böse Eterna ruiniert den guten Bauersmann. Was hat er euch erzählt, der gute Hafner? Hm? Mal fast bestraft mich für meine Sünden? Die wegestreue Nummer hat schon immer gut funktioniert. Auch damals. Damals? Hafner. Er macht einen auf dummer Bauer. Aber das ist er nicht. Wir kennen uns, wisst ihr? An der Bauernküste sind wir groß geworden. An der Bauernküste werden wir sterben. Ich etwas früher als er, wie es wohl scheint. Ihr seid was, Kindheitsfreunde? Was hat er getan, euch hintergangen? Ja, das ist das nette Wort dafür. Ihr wisst ja sicherlich, dass sich in den letzten 2 Jahren hier alles zur Scheiße gewandelt hat. Mit den Briganten auf den Straßen, den Untoten überall und den wahnsinnigen Tieren. Und Überraschung, das bekommen wir Bauern auch zu spüren. Mit jedem Karren, der überfallen wird, verlassen sich die Handwerker aus der Stadt lieber auf die Lieferanten, die Kohle für Eskorten haben. Und die hat hier nur einer, nämlich der Großjunker. Und, was hat das mit Hafner zu tun? Ja, dazu komme ich. Der Junker hat natürlich unsere Lage erkannt und in seinem grenzenlosen Großmut angeboten, die Lieferungen der 2 ertragreichsten Bauern der Region gegen einen kleinen Teil des Verdienstes auf seine Eskorte mitzunehmen. Der Legonas Braustark war einer davon. Der zweite war ich. Oder hätte es sein sollen. Aber Hafner wollte den Platz. Ja, Hafner wollte den Platz. Und ich hätte doch nicht hängen lassen, verdammte Scheiße. Eine halbe Ladung von ihm, eine halbe Ladung von mir. Das wäre zwar kein Vermögen gewesen, aber genug zum Überleben. Und was macht dieses Schwein? Er vergiftet meine Kühe. Dieses Arschloch vergiftet meine Kühe. Was macht euch da so sicher? Hätte das nicht irgendeiner der anderen Bauern gewesen sein können? Dann hat Hafner euch hintergangen, nur damit er den 2. Platz an der Eskorte des Großjunkers bekommt? Das ist drastisch. Was macht euch da so sicher? Er hat es ja nicht einmal abgestritten. Man muss halt sehen, wo man bleibt. Das waren seine Worte. Aber natürlich nur vor mir. Vor den anderen vom Kornhof war es natürlich nur jede Menge wegestreuer Betroffenheit. Dann hat Hafner euch hintergangen, ne? So kann man es nennen. Seit 6 Monaten kommen nun kaum noch Groschen rein. Aber die Armut ist nicht einmal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, vor den Augen meiner Kinder bei den anderen betteln zu gehen. Und Hafner weiterlebt wie zuvor. Und weshalb habt ihr die Garde nicht eingeschaltet? Die Garde. Die Garde besteht aus einem guten Dutzend Einfallspinseln, die Hafner zu meinem Pech alle sehr gut kennt. Es wäre sinnlos gewesen. Und deshalb habt ihr die Pilzsporen hierher gebracht? Ja, das habe ich. Es hat lang gedauert, aber es hat sich gelohnt. Auch wenn der Sporenstaub seinen Tribut gefordert hat. Seinen Tribut? Ja, meine Augen tränen wie verrückt und ich sehe schlechter als ein altersschwacher Leon. Aber was soll's. Das war es wert. Und jetzt, welches Ende sieht euer großartiger Rachplan für euch vor? Und warum sollte ich euch glauben? Gut, ich nehme mein Kompliment zurück. Ihr seid blöd. Vielleicht hilft euch ja die Frage weiter, warum sonst ich für das hier alles hätte opfern sollen. Und jetzt, welches Ende sieht euer großartiger Rachplan vor? Es gibt nur ein Ende. Das ist doch Wahnsinn. Mit dem, was ihr getan habt, habt ihr euch auf Hafners Ebene herablassen. Ich kann euch verstehen, aber das hier, ich bezweifle, dass das eine gute Idee war. Wenn das, was ihr sagt, stimmt, dann ändert das die Lage. Hafner sollte zur Strecke gebracht werden. Ich kann euch verstehen. Die guten Ideen haben die Menschen nur in Theaterstücken. Aber nun ist es ohnehin schon egal. Kommt mit an die Oberfläche. Hafner wird zur Rechenschaft gezogen werden. Aber ihr wandert trotzdem. Kommt mit an die Oberfläche, ich werde euch der Garde übergeben, ihr wandert ins Gefängnis. Kommt mit an die Oberfläche, ich werde dem Kontormeister die Lage erklären. Halte ich für aussichtslos. Aber gut, ich komme mit. Wenn nicht für mich, dann für meine Kinder. Hinten ist eine Falltür zu meinem Versteck. Geht, wenn ihr fertig seid. Ich komme mit euch. Wo ist eine Tür? Da.
voller Beutel Bericht erstatten und ihn zur Bauernküste bringen? Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie das endet. Ich bin zwar überladen, aber... Aber das ist eine Lüge, Menhir. Was soll das? Ist dir unsere Freundschaft denn gar nichts mehr wert? Lüge oder nicht, ich sehe nicht, inwieweit das was an der Lage ändert. Ihr könnt nicht mehr helfen, Hafner. Zumindest die nächsten 10 Jahre. Ja, nein, aber das ist doch nicht gerecht. Wie könnt ihr allen Ernstes behaupten, die Sichel achte den rechten Weg, wenn ihr mich einer solchen Intrige zum Opfer fallen lasst? Was ist mit meinen Kindern? Was haben sie verbrochen? Verdammter Heuchler! Weg mit der Waffe! Du bist eine Schande. Was bei Malfas ist nur in dich gefahren, Menhir? Ich verstehe nicht. Ihr beauftragt die Bauern, Kontormeister. Was soll ich tun? Entscheidet euch und das schnell, sonst nehme ich einfach beide mit. Was? Aber... Klappe. Wie gesagt, Fakt ist, dass ihr nicht mehr liefern könnt, Hafner. Wir werden uns einen anderen Lieferanten suchen müssen. Hurias, ihr sagtet, eure Kühe sind allesamt tot? Ja. Die Sichel wird euch ein Darlehen geben, 500 Groschen. Geht damit zum Großjunker, er soll euch neues Vieh verkaufen. Was? Zum nächsten goldenen Mond erwarten wir die erste Lieferung. Ihr werdet sie uns zum halben Preis verkaufen und das für die kommenden 3 Jahre. Dann sehen wir weiter. Medam, nehmt Hafner in Gewahrsam und überprüft Hurias Geschichte. Die Sichel wird euch die Mittel dafür stellen. Verstanden. Und Hurias? Wenn er das Feld wirklich vergiftet hat, hat er gegen den rechten Pfad verstoßen. Er sollte zur Rechenschaft gezogen werden. Die Pilze in eine abgelegene Höhle zu schleppen, war leichtsinnig, aber kein Verbrechen. Er sollte dafür gerade stehen, wenn die Zeit reif ist. Na schön. Hafner, ihr kommt mit. Aber das könnt ihr doch nicht tun. Ich habe eine Familie. Sie... Muss ich euch zwingen? Ich... Das wird nicht so enden. Ich schwöre es euch. Da bin ich mir sicher. Warum habt ihr das getan? Fragt nicht, freut euch einfach. Und jetzt geht zurück zu eurem Hof, eurer Scheune, was auch immer. Ihr werdet von uns hören. Wohlan denn. Habt Dank, Medam. Das werde ich euch nie vergessen. Ich hatte gedacht gehabt, ich könnte irgendwie entscheiden hier. Ein Wort. Warum? Warum was? Ah, ihr solltet die Ursache für die Dürre finden und Bericht erstatten. Nicht Loram Wasserklinge spielen. Wenn ihr wirklich in der Sichel aufsteigen sollt, dann macht euch bewusst, dass sie keinen Bedarf an Gutmenschen hat. Hier geht es ums Geschäft, nicht mehr und nicht weniger. Ich fürchte, ich kann euch nicht mehr als euren halben Sold zahlen. Was zum... Aber es ist doch alles gut ausgegangen. Nach manchen Maßstäben vielleicht, ja. Aber dieser Handel mit dem Aeterna wird uns ein Vermögen kosten. Und bis er liefern kann, sind wir gezwungen, beim Großjunker einzukaufen. Wir haben verloren, auf ganzer Linie. So ist es eben. Und wenn der Handel ein so schlechter war, wieso habt ihr ihn dann überhaupt getätigt? Ihr bezahlt mich wie vereinbart, sonst werdet ihr es bereuen. Warte mal, also... Wenn der Handel so ein so schlechter war, wieso habt ihr ihn überhaupt getätigt? Naja, was meint ihr denn würde passieren, wenn das hier die Runde machen würde? 2 arme Bauern ausgebeutet und die Sichel lässt sie fallen. Einen derartigen Gesichtsverlust können wir uns nicht leisten. Schon gar nicht mit einem frommen Meister wie Groschenfürst an der Spitze, der den ganzen Pfad vorm Schlafengehen rezitiert. Aber wie auch immer, jetzt ist es vergossenes Wasser. Hier, nehmt euren Sold und versucht euren Idealismus nächstes Mal zu Hause zu lassen. Der lange Weg nach oben. Gestartet Boten, Junge. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal in der nächsten Folge weiter.
Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.